Moin Moin, herzlich willkommen zu einem Mittwochs-Vlog oder einen Mittwoch-Frühstream. Wie ihr sehen könnt, draußen ist es dunkel. Das heißt, die Zeit ist ja ziemlich beschränkt, wo es im Sommer dunkel ist. Ja, wir haben es Nacht, wir haben es 1.16 Uhr. Meine Nachtschicht beginnt heute. Heute bin ich alleine. Ich habe jetzt die Gottesanbeterin einmal abgefüttert, die heute auf Reisen gehen, so wie neue Tiere, die heute am Dienstag gekommen sind. Die kommen morgens per DHL, werden ausgepackt, werden umgesetzt, bekommen einmal Feuchtigkeit, damit sie was zu trinken haben. Dann stelle ich sie hin und lasse sie erstmal in Ruhe. Und abends, normal abends 22 Uhr, füttere ich die Neuankömmlinge dann. Heute war es ein bisschen später, weil ich sowieso alles füttern musste. Dann passt das ganz gut. Ne? Also heute bin ich nicht on the way und sammle Brombeeren, sondern ich bin hier und sammle ein bisschen mit euch. Ich tut mir leid, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen meine Beine abschupper, aber mir sind ein paar Fruchtfliegen abgehauen, worauf sich die Geckos hoffentlich nachher stürzen werden. Also auf die Fruchtfliegen, nicht auf mich, um Gottes Willen. Ne? Also alles cool. Was gibt's zu erzählen? Ich gehe bald für eine Woche in Urlaub. Jetzt nicht weit weg, ich werde vor Ort bleiben, aber meine Kids sind eine Woche da in den Sommerferien und ich möchte mir einfach die Zeit nehmen, mit den beiden was zu unternehmen. Sind Ausflüge geplant in verschiedene Zoos, weil meine Kinder sind genauso tierlieb, tiergeil wie ich. Wir wollen nach Gettorf fahren, das ist hier bei uns im Norden bei Kiel. Dort gibt es so einen Schmetterlings Raum, Park, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, ich habe da sogar schon mal Videos von gemacht. Ich werde meine Cam auf jeden Fall mitnehmen, werde ein paar Filmchen drehen. Ich weiß noch nicht, ob es ein ganzer Film wird für YouTube oder ob es für Instagram so kleine Kurzgeschichten werden. Das kann ich noch nicht sagen. Könnt ihr gerne abstimmen. Wenn ihr möchtet, dass ich zu meinen Zoobesuchen Videos mache, schreibt es mir doch in den Kommentaren, ob es Videos werden sollen für YouTube oder für Insta, ne? Weil Insta wollte ich eigentlich nur Bilder machen, aber da kann man auch so tolle Stories und so machen. Mal sehen. Entscheidet ihr, wenn ihr sagt, Rüdiger, mach ein Video draus, dann kommentieren. Und ja, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, weil ich mache das ja gerne, ne? Ja, jetzt geht's gleich los. Pakete packen. 20 Stück, ich glaube 20, 21 Stück sind es. Ich muss gleich mal einen Zettel gucken. Dann werde ich die schnell einpacken. Schnell. Und ja, danach geht's für mich an die Inventur. Alles einmal durchziehen kurz, aufschreiben, dann den Shop werde ich bis spätestens 20 Uhr, Mittwoch 20 Uhr aktualisiert haben, damit auch alle auf den Laufenden sind und fragen ja doch mal, was gibt's da, was gibt's da. Heute Mittwoch 20 Uhr muss das alles fertig sein und ja, ich denke mal, das schaffe ich auch, ne? Sollte also nicht so das Problem werden. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus gar nicht so viel zu erzählen. Wenn ich Urlaub mache, ist bei uns auf der Homepage groß fett in rot aufgeschrieben. Auf Facebook wurde es geteilt, bin ich der Meinung. Ja, und ich habe es ja auch schon in ein oder anderen Stream gesagt. Also, ja, ne? Freut euch heute, Mittwoch. Der Shop wird aktualisiert, das heißt, wandelnde Blätter kommen wieder rein, Phyllium philippinicum, wahrscheinlich auch Phyllium giganterum. Das große wandelnde Blatt wird, glaube ich, nochmal einen Schwung reinkommen. Dann australische Gespensterschrecken, kommt ein ordentlicher Schwung rein. Gottesanbeterin, es gibt neue Orchideenmantis, es gibt Boxermantis, es gibt Faunaugenmantis, größere Hindula membranacea, wenn mich nicht alles täuscht. Muss ich aber nochmal genau gucken. Ja. Also, da kommt ein ganzer Schwung, neue Tiere, neue Käferlarven kommen auch rein, Leute. Also, ist eigentlich für jeden was dabei. Schaut rein, vielleicht sogar noch neue Asselarten, wenn ich das schaffe, heute am Mittwoch, morgen, also nachmittags, die alle abzufotografieren, ein Profilbild zu erstellen und so weiter. Das ist ja doch mit viel Arbeit verbunden. Gibt es noch 4 neue Asselarten, wenn ich das alles schaffe. Ansonsten werde ich... Ja, so viel ich schaffe, bis 20 Uhr haue ich rein und danach mache ich dann weiter, ne? Weil Mittwoch ist bei mir heute eigentlich freier Tag. Ich bin mit dem Verpacken alles fertig und von Mittwoch auf Donnerstagnacht Stalker an the Beining. So, also
also von Mittwoch auf Donnerstagnacht habe ich nochmal 35 Pakete, aber da kommt wieder die Einpackhilfe, dann ist das ein bisschen schneller, weil Donnerstag ja, kommt mir das noch ein bisschen Kaffeebesuch, Geburtstag und so, wisst ihr, habe ich gar keinen Bock, aber was soll man machen? Die bucklige Verwandtschaft muss man halt ertragen. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen sonnigen, klasse Mittwoch. Ich hoffe, die Sonne kommt heute auch wieder so prickelnd raus. Bei uns war heute am Dienstag 33 Grad, also es war richtig knackig. Der Pool ist halb gefüllt, also über die Hälfte. Da wird es wahrscheinlich auch nochmal ein Video geben, wie ich mich genüsslich in das kühle Blau fallen lasse. So, Dislike gesichert, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch allen einen klasse Mittwoch. Ihr merkt es, ich bin noch ein bisschen müde. Gleich gibt es erstmal ein Energy und ein Brötchen und dann geht's los. Dann werden Pakete gepackt. Und ja, also, das war's von mir, Leute. Ich muss, Zeit ist knapp. Haut rein, bis dann. Ciao.